Einen wunderschönen guten Tag hier bei uns auf dem Kanal. Willkommen bei Benny und Steve. Ich bin Steve und wir spielen heute für euch Martha is Dead. So, und ich würde sagen, wir legen gleich mal los. Ciao, ich bin Julia. Julia K. Gut, dass Sie da sind. Mich hat seit Ewigkeiten niemand mehr besucht. Es ist schon Jahre her. Ich muss Ihnen meine Geschichte erzählen, aber wo soll ich nur beginnen? Es ist so viel passiert. Ich sollte bei meiner Kindheit beginnen, aber ich erinnere mich nur sehr vage. Ich erinnere mich nur an den Sommer 1929. Als sie mich zu meinem Kindermädchen schickten. Nanni, erzählst du mir die Geschichte von der weißen Frau? Nein, kleiner Spatz, heute Abend nicht. Ein Nebel kommt auf, siehst du? Ja, ich weiß. Und wenn es neblig ist, tötet die Frau junge Mädchen. Aber warum ist sie so böse? Weißt du, Julia, Schmerz und Leid können uns dazu verleiten, böse Dinge zu tun, auch wenn wir eigentlich gute Menschen sind. Genau wie Soldaten, die andere Soldaten töten müssen. Nanni, erzählst du mir die Geschichte von der weißen Frau? Sie macht mir trotzdem ein bisschen Angst. Bald bin ich auch eine junge Frau, dann könnte sie mich auch töten. Tötet sie auch die, die sie mögen? Natürlich nicht. Das beruhigt mich, weil ich sie mag. Aber was ist mit Martha? Wäre sie in Gefahr? Deine Schwester ist bei deiner Mutter, also mach dir keine Sorgen. Fehlen sie dir? Nein, ja, Martha fehlt mir ein bisschen. Aber ich verbringe gerne Zeit mit dir. Geh jetzt schlafen, kleiner Spatz. Es wird langsam spät. Ja, Nanni. Ich gehe schlafen und träume von der weißen Frau. War sie hübsch? Oh, sie war sehr hübsch, ja. Bildhübsch. Dann wird sie auch hübsch in meinen Träumen sein. Und werde ich auch so hübsch wie sie? Du wirst noch viel hübscher sein. Nanni, da die weiße Frau mir ja nichts tut, weil ich sie mag, und weil du keine junge Frau bist, kannst du mir ihre Geschichte erzählen, auch wenn es neblig ist. Bitte, oh bitte, 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 bitte. Danach schlafe ich ein, versprochen. Oh, na gut. Du setzt immer deinen Willen durch, du Schlitzohr. Ich habe Nanni geliebt und diese Geschichte. Sie klang mit jedem Mal faszinierender und immer wie neu. Ich habe Nanni jede Nacht darum gebeten, sie mir zu erzählen. Obwohl sie mir Angst gemacht hat. Selbst heute kann ich mich noch an jeden einzelnen Tag aus dieser Zeit erinnern und daran, wie glücklich ich war. Einer alten Legende zufolge werden die umliegenden Seen vom Geist einer jungen Frau heimgesucht, die von dem Mann, den sie liebte, getötet wurde. Sie freute sich auf einen Spaziergang mit ihrer großen Liebe am See und blickte auf den alten Baum, der auf der Seeinsel wuchs. All die Hoffnung und Sehnsucht. Doch es war der Tod, der sie erwartete. Nicht ihre große Liebe. Die Arme, das ist unfair. Das Leben ist manchmal unfair, Schatz.
Aber so ist es. Und wir müssen lernen, damit umzugehen. Na gut, ich versuch's. Aber das macht mich so wütend. Weiter, Nanny. Verzweifelt gestand der Mann, sie aus Eifersucht getötet zu haben. Und so wurde er auf der kleinen Insel mitten in dem See erhängt, wo er die Frau getötet hatte. Sie suchten überall, aber die Leiche der Frau wurde nie gefunden. Der weißen Frau, in den Tiefen dieses Sees gefangen. Sie trauert bis in die Ewigkeit um den Verlust des Mannes, den sie so liebte. Die weiße Frau ist dafür bekannt, bei Nebel den See zu verlassen und durch die Wälder zu streifen, auf der Suche nach ihrer längst verlorenen Liebe. Im Nebel der Morgendämmerung behauptete schon so mancher Jäger, in der Ferne das Wehklagen einer Frau vernommen zu haben. Jedes Mal, wenn die traurige Erinnerung an die Nacht, in der sie ihr Leben verlor, in ihrer Seele hochkommt, nimmt sie einer jungen Frau das Leben. Indem sie einer solchen Jugend das Leben raubt, fühlt sich die weiße Frau, wenn auch nur für einen Augenblick, frei von der Schwere ihres Schmerzes. Gute Nacht, Nanny. Gute Nacht, Schatz. Das war ja eine ganz tolle Gute-Nacht-Geschichte. Oh Mann. Also ich könnte danach nicht schlafen. Ich habe fast 3 Jahre bei Nanny verbracht. Und als ich zurück nach Hause kam, habe ich schnell verlernt, glücklich zu sein. Meine Erinnerungen kehrten erst 15 Jahre später zurück, 1944. Während ich dort lebte, beschäftigte ich mich damit, im Wald am See Kameras aufzustellen. Mein Vater hatte ein Gerät gebaut, das man an die Kameras anschließen konnte. Damit konnte man in festgelegten Intervallen Fotos machen. Ich habe versucht, Tiere zu fotografieren und was es sonst noch so an diesem verdammten Ort gab. Und wir sind im Spiel. Neues Kapitel, der See. Okay, wir können jetzt anscheinend ein Foto machen oder ein Fotoapparat mitnehmen. Hey, sie sieht ihn sich nur an. Film abrollen. Kamera öffnen. Alte Filmrolle rausnehmen. Filmrolle rein. Neuen Film reinlegen. Wieder zusammen. Kamera zumachen. Film laden. Timer aktivieren. Gleich geschafft. Jetzt nur noch das Motiv fokussieren. Da schwimmt etwas auf dem Wasser. Vielleicht kann ich es durch die Kamera besser sehen. Was?
Ich muss ihm helfen. Okay, das geschieht jetzt von alleine. Ich war entsetzt über die Vorstellung, dass jemand in meinem See ertrunken sein könnte. Der See war meine Welt. Ich verbrachte dort den ganzen Tag mit Träumereien. Ich habe mich oft in Gedanken verloren, aber das war ein richtig böses Erwachen. Schlimm. Ich habe sofort gesehen, dass die Person eines meiner Kleider anhatte. Ich hatte Angst. Ich versuchte dann, diesen leblosen Körper so gut ich konnte ans Ufer zu zerren, ohne selbst zu ertrinken. Erst als ich ihn in meine Arme genommen hatte, wurde mir klar, um wen es sich handelte. Es war meine Schwester. Mein Zwilling. Ein Teil von mir. Tot. Unbegreiflich. Ich war so verzweifelt. Ich wusste nicht, was ich tun oder denken sollte. Ach, du Schande. Ruhig bleiben. Ach, du Schande, ey. Martha ist nicht tot. Der Spieltitel sagt was anderes. Ach, du Schande. Nicht wahr. Es ist alles in Ordnung. Martha, 26. Februar 1923. Schande. Ist alles okay? Bist du verletzt? Wer? Wie? Wo? Was machst du da? Los, Erich, lauf! Meine Eltern rannten auf mich zu und meine Mutter umarmte mich. Sie, die mich hasste, war zärtlich zu mir. Ihre Wärme erfüllte mich mit Kraft und der Schmerz wurde erträglicher. Ich fühlte mich geborgen. Martha, ist alles in Ordnung? Fragte sie mich ganz langsam, damit ich ihre Lippen lesen konnte. Sie dachte, ich sei taub. Sie dachte, ich wäre Martha. Ich wollte nicht, dass dieser Moment vorbeigeht. Also nickte ich leicht. Mir war nicht klar, dass ich etwas getan hatte, das unumkehrbar war. Okay, wir geben uns jetzt. Ich musste nun so tun, also, als wäre ich Martha. Wir geben uns jetzt Martha immer. Aus. Ach du Schande. Neues Kapitel: Die Leiche. Ein Tag nach Marthas Tod. 22.30 Uhr. O Herr, der du die Sterbenden zum Leben erweckst, gib dein Opfer der Liebe für Marthas Seele hin. Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist, damit ich im ewigen Licht wieder mit ihr vereint sein kann, um niemals die Verwüstung des Fegefeuers zu erleiden. Bitte gewähre ihr die ewige Ruhe und den ewigen Frieden, o Herr, und möge das ewige Licht auf sie scheinen. Hast du daran gedacht, die Kerzen im Flur anzuzünden? Die Leute kommen bald. Mama findet immer für jeden etwas zu tun.
Okay, Space, um interessante Punkte hervorzuheben. Aha, oha, das sind eine Menge. Ja, krass. Okay, also wir geben uns jetzt als unsere taube, tote Schwester aus. Und unsere Mutter hasst uns. Warum hasst uns unsere Mutter? Was haben wir getan? Wieso? Wow. Was zur Hölle? Für einen Moment dachte ich, ich hätte jemanden gesehen. Nein, unmöglich. Es muss diese ganze Situation sein, die mich Dinge sehen lässt, die gar nicht existieren. Ach, der Schande. Ja, tatsächlich kann man hier, glaube ich, gar nicht so viel wirklich reden in dem Spiel irgendwie, weil alles fantastisch vertont ist. Was haben wir da? Briefe? 17. Juli 1944. Unsere Familie ist in tiefer Trauer und denkt in dieser extrem schweren Zeit an euch. Ernesto E. und Familie. 17. Juli 1944. Wir sind im Herzen bei euch und teilen eure Trauer über den tragischen Verlust eurer geliebten Julia. Monsignor Attilio D. 17. Juli 1944, Kriegsministerium. Generaldirektor für Wehrpflichtige und Unteroffiziere. Wir trauern um euren plötzlichen Verlust und sprechen unser aufrichtiges Beileid aus. Oberstleutnant Berichterstatter. Oberstleutnant Berichterstatter. Schön. Ein altes Gemälde. Ich finde es so traurig. Es vermittelt mir ein Gefühl von tiefer Einsamkeit. Interessant, alles auch in so einer Fotooptik. Der Herrscher. Was haben wir noch? Telefon. Es gibt keinen Grund, das Telefon jetzt zu benutzen. Okay. Was haben wir hier vorne? Feuerzeug. Okay, damit können wir irgendwo hin. Kann ich es auch wieder ablegen? Na toll. Papas Oboe. Wir bereiten ein schönes Duett zusammen vor. In den seltenen Momenten, in denen er zu Hause ist, versteht sich. Ja, jetzt wahrscheinlich wohl nicht mehr, weil du spielst jetzt die taube Schwester. Ey, wir sind jetzt auf ewig verflucht, mit diesem Feuerzeug rumzulaufen. Ach nee, wir müssen die Kerze anmachen. Oh, also diese Totenaufbahrung ist ja auch eine Tradition tatsächlich in vielen Ländern. Für die Abschiednahme, das stelle ich mir auch sehr schwer vor. Wenn du fertig bist, kannst du bitte die Blumen holen oder Martha schicken, wenn du magst. Nie hat man seine Ruhe. Wir dürfen ja auch nicht auch antworten. Nicht in einer Zeit wie dieser. Oder darauf reagieren, tatsächlich. Keine Sekunde still sitzen. Kann ich es jetzt wieder zurücklegen? Achso, ist es weg. So. Vater, was ist hier los? Gucken wir uns noch ein bisschen an. Dieser Maler war ein Freund von Opa. Ich habe seine Bilder immer geliebt. Als Kind habe ich sie stundenlang angesehen. Diese Jagdgewehre gehören nicht Papa. Kommt denn er ist nun nie auf die Jagd um gegangen. Nanny muss sie hier gelassen haben. Wenn Mama nach was fragt, gibt es kein Entkommen. Tja, theoretisch dürfte ich jetzt nicht die Blumen holen, irgendwie, weil ich höre sie ja nicht. Na, bist du wohl? Papa, Mama und meine Großeltern. Oh, bitter. Es ist schwer fassbar, dass Vater Soldat ist. Mama wäre besser geeignet, wenn sie keine Frau wäre. Tja, Ernst ist eigentlich schlafen. Okay, was... Bücher und noch mehr Bücher. In unserer Villa müssen es sogar noch viel mehr sein als hier. Okay, wir haben noch eine Villa. Interessant. Stockduster da draußen? Papas Stöcke. Sie sind so schön, aber ich weiß nicht warum, aber sie haben mir immer Angst gemacht. Ja, das kann ich mir vorstellen. Hol dir die Blumen bei Mutter ab, bevor sie wieder sauer wird. Okay, sollen wir also doch machen. Gut. Muss ich wie immer alles machen? Erich, jetzt mach du mal! Jetzt mach du mal. Besser. Sonst wird sie noch ernsthaft böse.
Bei ihr muss immer alles perfekt sein. Sollen die Blumen hin? Parla Londra. Trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Felice non è felice. Ah, okay. C'è stata la pioggia. Ja, ganz wichtig, dass die Blumen jetzt hier stehen, irgendwie. Ja, was sollen die Leute auch denken, wenn sie hier kommen? In der Nacht. Mann, Mutter. Was ist hier los? Wer hat die Tür zugemacht? Na, Mutti vielleicht? Aber das Spiel sieht wahnsinnig gut aus. Erich. Erich, wach auf. Findest du es angebracht, ausgerechnet hier zu schlafen? Was? Hm? Ja, ich war so müde. Worüber sprechen die? Du kannst nicht hier bleiben. Geh ins Bett. Nein, nein. Ich möchte bei meiner Tochter bleiben. Deine Tochter. Verständlich. Deine Tochter. Du hast noch eine Tochter. Die, die noch am Leben ist. Wovon redest du da, Irene? Julia ist tot. Was ist das denn für ein Gerede? Wie kannst du nur? Du solltest an Martha denken. Julia hat Martha wehgetan, das weißt du, oder? Und als wäre das nicht genug, hat sie sie auch noch allein gelassen. Die gleiche alte Geschichte. Alles ist immer Julias Schuld, nicht wahr? Sie ist schuld daran, dass Martha taub ist und du unfruchtbar bist. Glaubst du, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür? Julia ist tot, Irene. Tot! Jemand hat sie umgebracht. Ist dir das klar? Natürlich ist mir das klar. Hältst du mich für dumm? Keinem ist das klarer als mir. Sie hat immer nur Probleme gemacht. Ja, hartherzig. Es wäre besser gewesen, sie wäre gar nicht erst geboren worden. Du spinnst! Ich spinne? Ich? Oh, man, Machtwort sagen jetzt hier. Ernst. Bring mal deine Frau auf Linie, wenn die so einen Scheiß redet hier über die tote Tochter. Das ist ja fürchterlich. Wir haben das getan, Mann. Zu schaden. Ja, dein Tod ist allein meine Schuld. Alles, was ich jemals für dich tun konnte, war dir weh zu tun, Julia. Mein armes, süßes, verrücktes Mädchen. Was mache ich nur ohne dich? Wie soll ich jetzt weiterleben? All die Zeit, die ich mit dir verpasst habe. Aber ich bin jetzt zu Hause. Wir können zusammen angeln gehen, Schmetterlinge fotografieren. Nein, nein. Wir können gar nichts mehr zusammen unternehmen, oder? Gar nichts. Während angloamerikanische Bombenangriffe weiterhin die friedlichen Städte im Elsertal verwüsten, haben wir von einigen tragischen Nachrichten aus der Nähe von La Romola gehört. Die junge Tochter des deutschen Wehrmachtgenerals Erich K. wurde in der Nähe ihres Hauses ermordet. Welche Motivation könnte sich hinter solch einer feigen Tat verbergen? Das hoffen die Carabinieri, die sich der Angelegenheit sofort angenommen haben, herauszufinden. Boah, wie kann denn die Mutter so sein, ey? Sonderlich unter der Situation zu leiden. Sie interessierte nur, wie schmerzhaft mein Tod für Martha war. Mich nicht mehr da zu haben, muss eine große Erleichterung für sie gewesen sein. Schließlich war es für alle besser, dass ich gestorben war. Und es war auch besser für mich, dass alle das dachten. Aber die Schuldgefühle begannen an mir zu nagen. Ich hatte furchtbare Albträume. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ach du Scheiße. Martha. Fahrt. Falscher Weg.
Seele? Oh Gott. Verlor ihre Seele. Martha verlor ihre Seele. Martha verlor ihre Seele. Martha verlor ihre Seele. Gott, oh Gott, oh Gott. Martha. Ist das heftig? Oh Gott. Ich. Stahl. Ihre Identität. Das ist schon richtig krass inszeniert. Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, alles klar. Okay, alles klar. Nein! Oh, wir... Oh, Ey, wie schnell ihr Gesicht runter? Das ist finster. Das ist finster. Leute! Jetzt war einer der Flüsterer. Ey. Heftig. Heftig. Oh, Feuer. Auch noch nicht so gesehen in dem Spiel und selber gemacht. Jemand die Haut vom Gesicht ziehen. Es war nur ein Traum. Ja, Gott sei Dank. Ein schrecklicher Albtraum. Was für einer? Diese schreckliche Frau und das Gesicht meiner Schwester. Diese schreckliche ich wünschte, Frau, wie alles war die Frau? Wäre nur ein Traum. Und meine Schwester würde in ihrem Bett schlafen. Stattdessen ist das hier die Wirklichkeit. Und ihr Bett ist leer. Das sind Martha und ich beim Patronatsfest. Das war erst vor ein paar Monaten. Und jetzt? Martha wollte ein Bild von mir für diesen Rahmen. Sie wollte, dass ich eine meiner Grimassen schneide, die sie immer zum Lachen gebracht haben. Grimassen, die sie nicht nachmachen konnte. Sie hat immer gesagt, das seien die Gesichter meiner Seele. Kann okay. Ein Foto die Seele einfangen? Kann Indianer ich Marthas Seele einfangen? Neues Kapitel. Das Zimmer. Oh, schon wieder vier Bilder, ey. Gruselige Märchengeschichten. Alles wirkt in letzter Zeit irgendwie gruselig. Dabei ist hier alles so schön und hell. Ja, das Zimmer ist wirklich schön. Gefällt mir. Sehr mediterran. Toll. Dies ist Marthas Schmuckkästchen. In ihm könnten Hinweise darauf sein,
was passiert ist. Okay, das ist verschlossen. Was haben wir hier? Marthas Kleidung. Wenn ich sie trage, ist es, als wäre sie bei mir. Mama wird sich auch freuen, sie zu sehen. Oder ich könnte meine Kleidung aus dem anderen Kleiderschrank tragen. Ja, das wäre natürlich ein bisschen verräterisch. Irgendwie, wir sollten schon Marthas Klamotten tragen. Zup, zup. Der Magier. Unser schönes Zuhause. Trotz allem bin ich lieber hier. Okay. Also die italienische Villa, irgendwie, sind wir gerade in der, oder? Oh, nun guckt euch das doch mal an. Oh, Mann, 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 Mann. Die Schmetterlingssammlung, die Papa für mich gemacht hat. Das ist wirklich schön gemacht. Nanni kommt mich bald besuchen. Das ist Nanni? Ich würde ja nochmal aufzoomen oder so, aber geht nicht. So, hier haben wir unser Schmuckkästchen. Mein Schmuckkästchen ist immer verschlossen. Und der Schlüssel dafür? Ist wo? Den hab ich wo? Ich bin bereits angezogen. Achso, verstehe. Hier haben wir noch eine Tasche. Ich habe alles, was ich brauche, immer in meiner Tasche. Na dann, B, um Tasche zu öffnen. Da ist der Schlüssel. Ja. Der Schlüssel zu meinem Schmuckkästchen. So, dann öffnen wir das mal. Mein Tagebuch. Ah. Das Tagebuch, okay. 12. Juli 1944. Das ist ein neues Tagebuch. Wir sind heute hergezogen und ich habe mein altes Zuhause vergessen. Aber das ist kein Problem. Ein neues Kapitel in meinem Leben, ein neues Tagebuch. Sie sagen, sie haben uns zu unserer eigenen Sicherheit hergebracht. Papa, der Krieg und all die anderen Sachen. Nanni hat uns ihr Haus zur Verfügung gestellt und passt auf die Villa auf. Es ist seltsam, nach all den Jahren wieder hier zu sein. Ich erinnere mich, dass Nanni mir oft das Märchen von der Frau vom See erzählt hat. Es ist eine der wenigen glücklichen Erinnerungen aus meiner Kindheit. Nanni ist leider nicht hier. Aber Martha ist da. Außerdem kann ich Lapu häufiger sehen. Das ist wunderbar. Er hängt hier immer herum. Mama ist zum Glück zu sehr damit beschäftigt, das Haus zu reparieren und hat keine Zeit, sich um mich zu kümmern. Zumindest momentan. »16. Juli 1944. Der Wald hat etwas Unheimliches an sich. Jedes Mal, wenn ich am See bin, habe ich ein seltsames Gefühl. Vielleicht ist es die Legende der weißen Frau, die mir Angst macht. Irgendetwas stimmt mit mir nicht.« Erst spüre ich, dass jemand anwesend ist. Und dann habe ich das Gefühl, mir das nur einzubilden. Aber egal, ich will ein paar Aufnahmen machen. Ich habe keine Angst. Ich würde eher sagen, ich bin ziemlich aufgeregt. Ich habe einige Dinge mit Martha ausgemacht. Sie kommt morgen mit mir an den See, um zwei neue Kameras mit Timern aufzustellen. Dann wollen wir sehen, was wir damit fotografieren. Natürlich erst nach einer kleinen Schwimmrunde. Um ehrlich zu sein, mag Martha Fotografie nicht so sehr. Und seit kurzem geht sie auch nicht mehr schwimmen. Aber sie verbringt gerne Zeit mit mir und ärgert mich. Wenn ihr dann langweilig wird, verschwindet sie in ihren Büchern und ich mache mein eigenes Ding. Es fühlt sich einfach richtig an, wenn wir zusammen sind. Ja, schaut mal hier. Steht jemand am Wald? Ist das die weiße Frau? Ist das die weiße Frau? Ah, der Blick ist aber auch wirklich heftig. Die Zeichnungen sind echt krass gemacht. Okay, das war's. Können wir hier noch irgendwas sehen? Nee. Musikalische Untermalung gefällt mir sehr. Gut, aber ich bin mir unsicher.
unsicher, ob wir sie den ganzen Tag schlafen lassen sollten. Was meinst du? Was hast du gesagt? Ist gut, ich werde sie nicht aufwecken. Ich schalte nur ihr Licht an. Dann weiß sie wenigstens, wenn sie aufwacht, dass sie fürs Frühstück nach unten kommen muss. Das Licht anschalten? Was, warum? Sie denken wirklich, ich sei Martha und könne sie nicht hören. Ich muss aufpassen, dass ich nicht rede. Sonst bekomme ich ernsthafte Schwierigkeiten. Oh nein, wenn Mama dieses Foto sieht, wird sie es sofort wegwerfen. Lapo und ich. Ich möchte ihn so bald wie möglich sehen, damit wir gemeinsam über Marthas Tod trauern können. Schau mal, Lapo. Du alter Schlingel. Mein Kleid, das Martha getragen hat, als sie... Warum hat die eigentlich unser Kleid angehabt? So, haben wir hier jetzt noch irgendwas? Ja, hier haben wir noch... Rotkäppchenbild. Noch mehr gruselige Märchen. Oh Gott, das sind da. Ach, warum hängt man denn sowas in also, nee, verstehe ich sowas nicht. Nee. Also, das tut ja, so eine Bilder tun ja nur ja nichts für die Kinderseele. Also, wir sind jetzt keine Kinder mehr, aber was soll das? Was denkt sich Mutti dabei? Und hier ist noch Marthas Seite. Also, das würde ich gerne auch verstehen, wenn sie halt aus Boshaftigkeit bei Julias Seite hinliegt. Mann. So. Es ist ungefähr 9:30. Es ist ziemlich genau 9:30. Dann würde ich mal sagen, geh mal runter. Happen, pappen, Frühstück. Oh, ist wirklich ein schönes Haus. Eine schöne Umgebung. Naja, der Blumenkasten sieht nicht mehr ganz so frisch aus. Und hier wird geraucht. So, so. Wie schön der Schnee ist. Leider schneit es ja nicht allzu oft. So, also wir befinden uns quasi in Nannys Haus. Shift, um zu rennen. Okay, cool. Julia? Haben wir noch ein extra Zimmer gehabt? Abgeschlossen. Seltsam. Warum haben Sie mein Zimmer abgeschlossen? Wieso habe ich noch ein extra Zimmer? Als ich als Kind ein paar Jahre bei Nanny verbracht habe, war das mein Zimmer. Okay. Ist ja cool. Kann man schon so ein bisschen durchschauen hier. Marthas Frühstück ist fertig. Wir können gehen. Okay, ja. Es wird langsam spät. Hast du die Zeitung für Martha dagelassen? Du weißt, wie gerne sie die liest. Ja, Irene. Sie liegt dort auf dem Tisch. Und die Kamera? Lässt du sie dort liegen? Ja, Irene. Kannst du sie noch ein paar Tage dort lassen? Macht es dir was aus? Sie war für Julia. Ich werde sie bald weglegen, versprochen. Nur der Gedanke macht mich so traurig. Die Kamera dort zu sehen, ist als ob... ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Na gut, aber lass uns jetzt gehen. Wir haben zu viel zu tun. Wir können nicht den ganzen Tag hierbleiben und plaudern. Gut, Mama ist nicht großer Freund von Trauerbewältigung irgendwie. Aber Mutter hat recht. Martha liest immer alles. Ich bin es, die jetzt stattdessen die Zeitung lesen wird. Sie werden den ganzen Tag unterwegs sein. Die Beerdigung vorzubereiten wird viel Zeit in Anspruch nehmen. Und der Krieg macht alles noch viel komplizierter. In den nächsten Tagen werde ich sie wenig bis gar nicht zu Gesicht bekommen. Okay. Drücke K, um die Ziele anzusehen. Okay, Zeitung. Zur Linie. Martha liest immer die Zeitung. Ich muss mich genauso verhalten wie sie, damit niemand Verdacht schöpft. Anforderung. Liest die Zeitung vom 18. Juli. Zusätzliche Informationen. Sie könnte auf dem Tisch liegen. Okay. So. Schauen wir uns noch kurz vorher um, bevor wir durch die Zeitung Papa triggern. Sagt, dass der hier von uns hergestellte Wein außergewöhnlich ist. Ich hasse Wein. Ich bevorzuge Bier. So, so. Diese Teller gehören nicht uns. Nanny hat sie hier gelassen.
Ich erinnere mich gut an sie. Im tiefen Winter schlief ich dicht am Feuer und Nanny wurde wütend. Willst du zu einem Stück Holzkohle werden, Julia? Können wir das noch schnell anschauen? Das Familienwappen von Mama. Mhm. Welche denn? Der klapprige Storch? So, okay. Hier haben wir... Schokolade. Schokolade. Ein seltenes Privileg für Menschen in diesen Zeiten. Ja, das glaube ich. Na, nimm sie. Okay, wir stehen anscheinend ein bisschen blöd. So. Für Julia, um viele weitere Fotos zu machen. Papa. Ich kann überprüfen, ob die Kamera noch funktioniert, indem ich ein Foto mache. Ich könnte einen Spatz fotografieren. Hier draußen gibt es davon total viele. Kamera ausprobieren. Ein paar Vögel könnten in der Nähe von Mäuerchen sein. Ich lege immer Krümel für sie hin. Ist hier Mäuerchen? Oh ja, da vorne. So schnell vom Zeitungslesen abgebracht worden. Okay. So, du bist dabei, Julias Kamera zu benutzen. Es ist eine Rolleicord von 1940 mit 120mm Film. Du wirst sie benutzen, um während des Spiels Fotos zu machen. Einige Fotos werden versteckte Elemente enthalten, die die Geschichte des Spiels voranbringen. Okay. Während du die Kamera hältst, erscheint ein Symbol, das den Punkt vom fotografischen Interesse anzeigt. Dieses Symbol erscheint und wird deutlicher, je näher du dran bist. Drücke E, um die Kamera und alle montierten Zubehörteile zu sehen. Schön, du hast noch keine Kameraskins freigeschaltet. Wir können Kameraskins freischalten. Das ist ja skurril. Suche das Motiv, das du fotografieren möchtest und drücke linke Maustaste, um fortzufahren, oder drücke Q, um den Kameramodus zu beenden. So. Du bist dabei, dein erstes Bild aufzunehmen. Um die Situation zu vereinfachen, zeigt die Bildvorschau die Einstellung an, während du diese an der Kamera änderst. In der Realität wird das Bild des Suchers durch das Sekundärobjekt gesteuert und reagiert nur auf den Fokus. Bereite dich auf dein erstes Bild vor. So. Nach dem Schließen dieses Fensters stellst du die Kamera ein und drückst dann Space, um den Aufnahmemodus in den Aufnahmemodus zu wechseln. Okay, na dann. Glückwunsch, du hast dein erstes Foto geschossen. Du kannst im Laufe des Spiels so viele Fotos machen, wie du willst, aber denke daran, dass nur einige wenige für den Fortgang der Geschichte entscheidend sein werden. Später wirst du erfahren, wie du die aufgenommenen Fotos entwickeln kannst. Großartig. Okay. Ich habe das Bild gemacht. Jetzt geht es direkt in die Dunkelkammer im Keller, um es zu entwickeln. Ja, noch nicht. Ich muss erstmal die Zeitung lesen. Papa ist seit kurzem General in der deutschen Armee. Früher hat er an der Front fotografiert. Aber jetzt gibt er stattdessen mir sein Material zum Fotografieren. Jetzt, da Martha weg ist, kann nur noch diese Kamera meine Ideen und Erinnerungen festhalten. Ich darf nichts vergessen. So, erstmal die Zeitung lesen. Brutaler Mord in San Casciano. Julia K., Tochter einer angesehenen Familie, wurde in der Nähe ihres Hauses brutal ermordet. Die Carabinieri ermitteln. Ein mögliches politisches Motiv kommt ans Licht. Martha ist nicht der Politik oder dem Krieg zum Opfer gefallen. Sie wurde von etwas getötet, das viel naheliegender und doch viel weniger offensichtlich war. Ich werde die Wahrheit herausfinden. Okay. Julia K. Erschüttert, aber vom Glauben gestützt, verkünden die Mutter Irene E., Vater Erich und Schwester Martha voller Trauer Julias Ableben. Die Beerdigung findet am Donnerstag, den 20. Juli um 15:30 Uhr in La Romola statt,
ausgehend von der Villa der Verstorbenen. Ein festes Bollwerk auch im Himmel. 159 Flugzeuge der deutschen Verteidigung in 24 Stunden abgeschossen. Russische Operation nordwestlich von Jassy. Feindlicher Konvoi im Mittelmeer verloren. 2 Zerstörer und 6 Handelsschiffe versenkt. Okay. Erste Verbesserungen bei der Lebensmittelregistrierung. Die Brotrationen wurden ab dem 20. April um 50 Gramm pro Tag erhöht. Jeden Monat 1 Kilo mehr an Suppenzutaten. Reformen zur Behandlung von Bauern und eine unerwartete Verteilung von Marmelade. Mhm, okay. So, gut, dann hätten wir das. Dann haben wir alles gelesen. Können wir noch frühstücken Brot, schnell? Butter, Marmelade und Kaffee. Marthas typisches Frühstück. Ich bevorzuge Honig und Milch, aber ich werde mich ihrem Geschmack anpassen müssen. Offensichtlich. So. Okay, gut. Dann. Wir haben ja auch eine Map. Schau mal an. Kann man ausprobieren. Sollen wir das... Wir haben es doch jetzt gemacht, ne? Also das ist doch jetzt wahrscheinlich als abgehakt irgendwie hier angekreuzt. So, wo ist denn die Dunkelkammer? Oh, krass. Ich habe Nanni gerne beim Kochen zugesehen. Geile ich habe dabei viele Techniken gelernt. Im Keller, okay. Tja, okay, hier gibt's nichts Interessantes zu sehen. Also, oder muss ich erst... Nee, gibt nichts zu sehen. Dantes Inferno von Doré. Noch so lebensbejahende Kunst. Ja, tja. Heiligen Alexis tobt der Kampf in der von angloamerikanischen Bombenangriffen geplagten Stadt. Unsere Signora del Carmelo, eine Kompanie des Fallschirmregiments, hat gestern einen Gegenangriff ausgeführt und die Franzosen zum Rückzug gezwungen, indem sie bis zum Piazza del Mercato vordringen konnte. Die Situation ist derzeit unter Kontrolle. Florenz, 15. Juli 1944. General Erich K. Gemäß unserer vorherigen Vereinbarung senden wir Ihnen militärisch verschlüsseltes Kommunikationsmaterial. Das Gerät muss versteckt und geheim bleiben. Heil. Feldmarschall Karl H. Okay. Ja, ist schon schwierig, ne? Irgendwie. Also, wir befinden uns jetzt natürlich halt mitten im Krieg. Und es ist natürlich halt. Ja, wir stehen jetzt halt nicht auf der Seite der Befreier. Das brauche ich im Moment nicht. Vater ist. Im Militärdienst. Und wir sind halt Deutsche, die hier in Italien stationiert sind während des Krieges. Das ist schon. Alte Fotos, die Papa von diesem Haus gemacht hat. Ja, das Haus ist wirklich der Hammer. Wir haben so ein Glück. In diesen schwierigen Zeiten sind die Vorratskammern leer und die Menschen hungern. Aber mit einem deutschen General als Vater ist das Essen niemals knapp. Ja, das ist eben immer so die Sache, ne? Irgendwie während alle anderen hungern, ist halt die Höheren gut. Ach Gott, nee. So. Ja, na wohl, noch ein schöner Weinkeller hier. Ei, Mann. Diesen Stoff kenne ich, aber ich glaube nicht, dass ich ihn jemals im Haus gesehen habe. Okay. Schere? Die könnte hilfreich sein.
Okay, cool. Für. Mamas Nähmaschine. Sie lernte das Nähen, weil es sonst niemand nach ihrem Geschmack machen konnte. Mamas Medizin. Ob sie ihr wirklich helfen wird? Ja, hier haben wir noch ein bisschen Wein. Oh, wer hat denn hier den Wein verschüttet? Unser Wein. Papa ist sehr stolz auf ihn. Hm? Oh, da ist die Dunkelkammer. Gucken wir noch ganz kurz mal den Rest hier vom Weinkeller an. Ich mag normalen Wein nicht so sehr, aber ich bin verrückt nach unserem Dessertwein. Er ist sehr süß. Diese Werkbänke faszinieren mich. Ich würde gerne das Tischlerhandwerk erlernen. Hier hat der Mann von Nanny meine Puppen gemacht. Die Puppen, mit denen ich gespielt habe, wurden hier hergestellt. Das habe ich als Kind nicht gewusst. Sie haben mir immer erzählt, eine Fee hätte sie gebracht. Ich habe ihnen nicht wirklich geglaubt, aber der Gedanke war schön. Als ich klein war, kamen mir diese Fässer riesig vor. Sie sind riesig. Ich dachte, ich könnte in einem von ihnen wohnen. Ja, tatsächlich kann man in einem solchen Fass übernachten. So. Okay, dann mal rein in die Dunkelkammer. Papa hat hier seine Dunkelkammer eingerichtet. Er fotografiert wegen seiner Arbeit nicht mehr. Aber die Fotografie ist immer noch seine wahre Leidenschaft. Ich darf die Dunkelkammer benutzen, wenn ich es möchte. Mal flotten Beat auflegen. Papa hat dieses Gerät letzte Woche herbringen lassen. Es ist alt, aber es funktioniert noch. Er hat Technik schon immer geliebt. Um ein Foto zu entwickeln, musst du zunächst den Vergrößerer verwenden. Der Vergrößerer ist ein optisches Gerät, mit dem du Fotopapier verarbeiten kannst. Nach der Aufnahme eines Fotos muss der Film in mehreren Schritten entwickelt werden. Dieser Aspekt wurde der Einfachheit halber weggelassen. Aber in Wirklichkeit sind die Schritte wie folgt. Der Film wird zunächst auf eine Spule aufgerollt und in einem kleinen Entwicklungstank gelegt. Dieser Tank wird dann in die Entwickler getaucht, gespült und anschließend in ein Stoppbad getaucht. Anschließend wird er erneut gewaschen, getrocknet und schließlich geschnitten. Du findest deine Filmrollen bereits entwickelt und fertig für Abzüge vor. Wähle das Bild, das du auf Papier übertragen möchtest. Die Vorschau auf der linken Seite hilft dir bei der Auswahl. Natürlich wirst du deine Bilder als negativ sehen. Ja, dann würde ich mal sagen, dieses Foto entwickeln. Wir haben ja nur eins. Mit dem Vergrößerer kannst du deine Fotos noch individueller gestalten. Du kannst wählen, auf welchen Teil des Papiers das Bild zu sehen sein soll. Du kannst den Fokus einstellen und wählen, wie lange das Fotopapier belichtet wird. Mit dem Rotfilter kannst du das Bild auf das Papier projizieren und sehen, ob es ohne es zu belichten. Okay. So, verwende die Bedienelemente, um das Papier auf den Tisch zu verschieben und um die Vergrößerung und den Fokus einzustellen. Wenn die drei Kreise ausgerichtet sind, ist das Bild fokussiert. Wenn du das Bild nach der Ausrichtung immer noch unscharf siehst, hast du es wahrscheinlich so aufgenommen. Spiele so lange mit den Einstellungen, bis du zufrieden bist. Wenn du bereit bist, drücke Space, um fortzufahren. So, okay. So, okay. Kanten nicht in Position. Vergrößerung. Da, W und S. Okay. Ah, wir haben es fast scharf. A und D mit fokussieren. Ah, okay. Hier kriegst du auch nochmal. Gut. P
viel bewegen. Wenn der Rotfilter entfernt wird, wird das Bild auf das Papier belichtet. Dieser Vorgang wurde automatisiert und beschleunigt im Vergleich zur Realität. Tauche das Papier in den Entwickler ein und das Bild erscheint. Um die ideale Belichtung zu erreichen, nimm das Papier aus dem Entwickler, wenn der Timer im grünen Bereich ist. Wenn du das Bild zu früh oder zu spät rausnimmst, wird das Bild ruiniert und du musst es erneut entwickeln. Oh, das ist aber nicht viel Fehlerspielraum. Na gut, das geht vom Timing. In Wirklichkeit folgt das Eintauchen in den Entwickler ein Spülbad, ein Stoppbad und dann ein zweites Spülbad. Diese zusätzlichen Bäder wurden der Einfachheit halber übersprungen. Hier ist der Abzug des Bildes. Du kannst es in dein Album aufbewahren oder es wegwerfen. Foto. Die Kamera scheint perfekt zu funktionieren. Mhm. Jetzt kann ich ein Foto mit Selbstauslöser für Marthas Rahmen machen. Okay, du kannst jede Aufnahme so oft entwickeln, wie du möchtest. Alle Aufnahmen bleiben dauerhaft für Abzüge verfügbar. In das Album legen. Schwuppidiwupp. Man entwickelt Fotos mit drei Bädern. Das Entwicklungsbad, dann die erste Spülung und dann das Fixierbad. Die zweite Spülung erfolgt anschließend direkt im Spülbecken. So. Schön. Gut, okay, dann würde ich jetzt halt einfach nochmal sagen, wir gucken mal, dass wir uns selber fotografieren für den Rahmen. Oh. Briefe. Okay, ich kann sie aber nicht anklicken. So, müssen wir uns natürlich ein schönes Motiv aussuchen, wo wir uns fotografieren werden. Der Rahmen. Zu erledigen noch? Achso, nee. So. Ich muss eines meiner Fotos in diesen leeren Rahmen einsetzen. Ich habe Martha immer gesagt, dass ich es tun würde, aber ich habe es nie getan. Das hätte ihr so gut gefallen. Anforderung, ich brauche ein Stativ. Dann kann ich ein Selbstporträt machen. Okay, zusätzliche Informationen. Ein Stativ wäre praktisch, um die Kamera darauf zu montieren. Ich kann sie nicht in der Hand halten. Im Keller wird sicherlich eins sein. Okay. Also wieder in den Keller. Ah, so ein Mist, ey. die da. Aber guckt euch das doch mal bitte an. Also, das ist ja wohl Ultra Deluxe hier. Die Ecke. Julia kann das Fahrrad nutzen, um sich schneller vorzubewegen. Ah, schön. Okay. Küche, toll. So, wo haben wir das Stativ? Schauen wir erstmal in der Dunkelkammer. Es würde ja Sinn machen, es hier aufzuheben oder aufzubewahren. Aber ich sehe es nicht. Nee, und Space zeigt er mir auch nichts an. Vielleicht draußen. Vielleicht müssen wir es uns noch schnitzen. Opas alter Drechselbank. Okay, hier haben wir noch einen Brief. Kurzwarengeschäft Lorenzini. 5 Meter grauer Baumwollstoff. 6 Meter weißer Leinenstoff. 4 Meter grüner Satin. Ausgeliefert am 5. Juni 1944. Im Falle eines Problems kontaktieren Sie uns unter der Nummer 6987. Und dieser rote Stoff hier, er wurde nicht erwähnt. Könnte der auch von Mama sein? Oder könnte Nanny ihn hier gelassen haben? Das war noch Telefonnummer, vierstellig. So, ach, da vorne. So, grab it. Ach, hier soll ich jetzt ein Bild machen?
Der Selbstauslöser ist eingerichtet. Okay. Im düsteren Keller ist eine tolle Belichtung hier. Wunderbar. Benni hätte bestimmt mürrisch genommen. So, okay. Wir haben den Film. Wie, und die Kamera lassen wir stehen, oder was? Die Kamera lassen wir stehen? Gut, dann werden wir das mal kurz entwickeln. Wahrscheinlich bleibt die Kamera stehen, weil die Entwickler denken, die verkacken es bestimmt. Die müssen nochmal Fotos machen. So. Es ist immer wieder aufregend, ein Foto zu entwickeln. Zuerst sieht man gar nichts. Und trotzdem ist etwas Unsichtbares auf dem schwarzen Film eingefangen. Eine Art Geist. Dieser unsichtbare Atem kehrt dann zurück, um die Realität zu enthüllen, aus der er gerissen wurde. Manche sagen, dass die Fotografie die Seele stiehlt oder einfängt. Deshalb hat man früher die Toten fotografiert. Aber heutzutage macht das fast niemand mehr. Auch wenn es nur ein Irrglaube ist, will ich Martha fotografieren. Ich will eine kleine Erinnerung an Martha bei mir haben. Aber ich muss es heimlich machen, sonst hält man mich für verrückt. Tatsächlich kann ich die Faszination Fotografie nicht so ganz verstehen irgendwie. Also ist natürlich eine tolle Fotografie, irgendwie wie sie schon zu schätzen. Aber das Fotohandwerk, ich verstehe es nicht so richtig irgendwie. Also ich habe überhaupt nicht das Auge dafür. Und halt irgendwie alles irgendwie durch die Welt, durch eine Linse zu sehen irgendwie, stelle ich mir schwierig vor. Also macht ja den Reiz des Fotografen aus, ne? Ja, das bin ich. Niemand konnte mich und Martha auseinanderhalten. Aber wir konnten unsere Unterschiede so klar erkennen. Es ist seltsam, dass das, was uns am meisten ausmacht, für niemanden sichtbar ist. Ich habe mich aber vorhin für das weiße Hemd entschieden. Jetzt haben wir es etwas anderes an. Das ist komisch. Ich dachte zwanghaft an Martha und daran, was passiert war. Aber plötzlich übernahm ein Gedanke die Kontrolle. Die Erinnerung an diesen Tag am See wurde immer mehr wie ein Traum, da nach jedem Aufwachen das Bild davon immer mehr verblasst war. Waren die Erinnerungen nur ein Hirngespinst? War ich es, die meine Schwester verletzt hatte? Ich habe sie immer beneidet. Und jetzt hatte ich ihre Identität übernommen. Ich hatte schreckliche Gedanken. Ich beschloss, direkt zum See zu gehen, um die Filmrollen zu holen. Ich war mir sicher, dass sie eine andere Geschichte erzählen würden. Aber tief im Inneren hatte ich gehofft, dass sie meine schwindende Erinnerung bestätigen würden. Okay. Na, dann machen wir das doch. Die Tür ist natürlich verschlossen. Wenn die Schlüssel nicht wie üblich am Schloss hängen, dann sind sie in Papas Arbeitszimmer. Wir leben jetzt in Angst. Meine Eltern lassen mich nach Marthas Tod nicht mehr an den See fahren. Also ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt. Ich muss es einfach wissen. Die Selbstzweifel fressen mich auf. Neues Kapitel. Die Rollen. Am selben Tag. 23.30 Uhr. Das Feuerzeug kann auch aus Julias Tasche genutzt werden. Okay, alles klar. Hier ist aber noch zugeschlossen. Wo ist denn Papas Arbeitszimmer? Oh, schön, schön. Schön. Meine, ich stehe wirklich auf diese Taus. Hier ist der Kamerablitz. Jetzt kann ich Martha auch im Dunkeln fotografieren. Wie, Martha im Dunkeln? Warum soll ich jetzt... Was? Warum soll ich jetzt die Leiche unten fotografieren? Papas Sachen. Kriegskarten. Ich habe gehört, dass sich alles an dieser neuen Verteidigungslinie abspielen wird.
Ein schöner Ofen. Ah, der Schlüssel. Wunderbar. Wir haben den Schlüssel. Automatisch. Oh Mann, guckt euch doch. Mann. Überall wird hier geraucht. Das waren auch Zeiten. Ja, hier würde ich auch malen wollen. Hm. Oh, hier so ein paar Blumenbeete. Also, ein paar Blumentöpfe machen. Schön. Einfach mal schön. Wo geht's hier hin? Okay, Feuerzeug hat's ausgemacht. Nein, ist hier das Schlafzimmer der Eltern? Ist hier das Schlafzimmer der Eltern? Oh, so creepy. Ich sollte es wirklich nicht riskieren. Aber ich mag es ihnen beim Schlafen zuzusehen. Es ist ihre einzige gemeinsame Zeit, während der sie sich nicht streiten. Okay. So richtig psychopathenmäßig würde gerne ein Bild machen. Kann ich auch nicht. Nee, ich kann nicht auf meine Tasche zugreifen. Oh, so richtig mit Blitzlicht. So. Paff! Okay, ansonsten kann ich auch nichts weiter machen hier. Ich wieder runter. Ganz leise. Und das muss so knarzen eigentlich. So, dann holen wir mal das Feuerzeug raus. Ansonsten können wir hier nichts mehr uns angucken. Okay. Gut, na dann schließen wir mal auf und ab zum See, mitten in der Nacht. Die Kamera kann mit einem Blitz auch in extrem dunkler Umgebung verwendet werden. Nein, nein, oh nee, nee, bitte nicht so ein Stroboskop-Beleuchtungsprinzip. Bitte nicht. Und wollen wir sie zumachen? Nö, lass mal offen stehen, ist ja klar. So, ah, hier war noch eine Lampe. Schön. Das alte Öllampe. So. Wo ist mein Fahrrad? So, mal ganz kurz mal einen Blick auf die Map werfen. Ja, so dachte ich mir jetzt schon. Wo soll ich jetzt hier hin, bitte? Ziele. Okay, ich muss ein Foto machen. Das habe ich jetzt gemacht. Okay, sie hat mich aber im Anschluss, das Spiel hat mich im Anschluss gleich in diese Nacht geschickt, irgendwie. Sollte ich erstmal schnell hochgehen? Und sagt, dass das Fotografieren von Menschen ihre Seele stiehlt. Ich hoffe, die Seele meiner Schwester zu bewahren. Mach ein Foto von Martha. Okay, dann machen wir das mal schnell. Sie hat ja... Ah, jetzt zeigt die Lampe schon, ne? Es ist gefährlich, drinnen eine Gaslampe zu benutzen. Ja. Ich könnte etwas in Brand setzen. Ich sollte die Lampe ablegen, bevor ich das Haus betrete. Ja, mach das mal. Nein, das ist jetzt natürlich ein bisschen doof hier. Schließen. Genau, danke. Und einmal hinstellen. So, dann machen wir jetzt nämlich nochmal ein schön gruseliges Bild mit Blitzlicht von Martha. Mhm. Wie wäre denn gut? Hm? Schön. Wie soll ich denn jetzt... Was? Also, wie soll ich denn jetzt hier ein Bild machen? Das ist doch dunkel wie Hulle. Muss ich denn etwa den Blitz jetzt hier noch irgendwo
Separat? Warte mal. Ah, nee, hier, stopp, hier war doch hier. Na bitte. Aha. Alles klar. Korrekt belichtet. Gruselig sieht das aus. Erledigt. Es ist schön, dich immer an meiner Seite zu haben. Auch wenn es nur ein Bild ist. Ja, nee, ist klar. So, okay, das haben wir. Kameras vom See haben wir auch. Die Zeitung haben wir gelesen. Der Rahmen. Warum ist denn die Zeitung hier noch nicht? Martha liest immer die Zeitung und muss mich genauso verhalten wie sie. Ihre Anforderungen. Warum steht mir das noch als, als Quest offen? Okay, hier müssen wir schnell das Foto entwickeln. Die Zeitung noch da? Ne. Ne. Schon scheiße. Das ist doch blöd. So, dann werden wir mal schnell ein Foto entwickeln. Klick, klack. So, was haben wir denn hier? Was ist das? Ein Objektiv und eine Rolle Infrarotfilm. Die halten auf Film fest, was das blanke Auge nicht sehen kann. Mit diesem Objektiv kann ich sehr nah herangehen. Blaufilter, ideal für Innenaufnahmen. Orangefilter. Bei Nebel verbessert er das Bild, da er ihm etwas Kontrast verleiht. So, so. Okay. Gut. Überspringen wir das mal kurz. Und zwar, wir wählen jetzt aus genau dieses Foto. Mhm. So. Ein Foto ist Gegenwart und Vergangenheit zugleich. Wie ein lebloser Körper. Sehr poetisch. Ich weiß nicht, was ich mir davon erhoffe. Vielleicht ist es albern zu glauben, dass man die Seele von jemandem einfangen kann, der gestorben ist. Gesicht kann mir nicht mehr verraten, ob es meine Schuld war. Das hätte mir eigentlich schon klar sein müssen. Ich kann nur an den See fahren und die Filmrollen holen. Dann machen wir das. Aber ich frage mich, bei der Zeitung habe ich doch alle Artikel gelesen? Irgendwie. Also den obersten hatte ich jetzt nicht nochmal angeklickt, irgendwie, weil sie den zum Anfang vorgelesen hatte tatsächlich. Deswegen hatte ich den jetzt nicht nochmal separat angeklickt. War das vielleicht ein Fehler? So, ich habe meine alte Kamera am See gelassen. Ich sollte sie holen gehen. Sie könnte wichtige Informationen enthalten. Gehe zum See. Karte ansehen. Okay. Raus aus dem Haus und dann am Mäuerchen rechts vorbei. Okay. Schon sind wir ja bei Blair Witch. Plop! Also ich laufe jetzt natürlich sehr straight zu den Punkten hin, irgendwie. Aber was wäre, wenn man jetzt halt noch links und rechts schaut im Wald? Oh nein! Blöde Lampe! Zum Glück habe ich noch mein Feuerzeug dabei. Nein! Ach, komm schon, ey. Oh, das hat mich jetzt wirklich gekriegt. So, okay, erste Kamera ist hier. Die Kameras sind irgendwo hier in der Nähe.
ist Kamera Nummer 1. Ach, wir nehmen die komplette Kamera mit. Noch zwei Kameras. Neue Kameraskin wurde freigeschaltet. Schön, schön, schön. So, gut, jetzt wieder hier vorne hoch. Dann irgendwo rechts halten. Dann wieder rechts. Hallo? Achso, ich muss weiter runterlaufen, oder was? Und hier ist die nächste Kamera. Schön. Okay, haben wir. Ein Stofffetzen hier im Wald. Seltsam. Roter Stoffbaren. Eine Kamera fehlt noch. Roter Stoffbaren, sagt nur dazu. Okay, den sollen wir fotografieren. So, machen wir vielleicht für Makroaufnahmen. Für Makro ist das ein bisschen heftig, oder? Eine Lampe haben wir da. Belichtet ist er korrekt. So. Wie kann der hierher geraten sein? Kommt mir bekannt vor. Ja, aus dem Keller. Da oben ist das Haus? Das ist unser Haus? Warum ist da so viel Licht an? Wer ist da bald? Was? Bitte? Wie? Hier ist ja noch eine Kamera. Okay, wir haben alle drei Kameras. Was ist denn da? Ach nee, ist nur ein Stock. Gruselig. Ist wirklich gruselig. Das war's. Ich hab sie alle. Die Filme werden mir helfen zu verstehen, was passiert ist. Na, hoffentlich. Nun sollte ich schnell heim, um sie zu entwickeln. Jetzt einfach hoch? Müsste eigentlich. Da oben stand ja die Innenkamera. Sagte man nur hier. So. Alter, ist finster. Also mitten im Wald so jetzt alleine? Ist jetzt auch nicht so geil, muss ich sagen. Vor allem mitten im Krieg, ne? Wer weiß, wer dir hier über den Weg läuft. Also nicht, dass jetzt halt schon irgendwie. Julia. Julia. Ja, los, los! Ach du Scheiße. Okay, gut, sie läuft jetzt auch nach. Das wird ja jetzt ein Spaß. Oh shit. Oh shit. So, bleiben wir da. Oh nee. Space. Oh. Parkour. Parkour. So, kann mir nicht. Ach, das ist nicht der richtige Weg. Das ist. Nicht der richtige Weg. Oh Gott. Ich bin am Arsch. Ich bin am Arsch. Ich bin so am Arsch. Okay, kann die Kamera nicht rausholen. Der ist für einen Riesenschädel hier. Oh Gott. Wir sind so klein. Ah. Nein, bitte nicht. Jetzt kommt ein Jumpscare. Ich seh doch, komm. Oh nee. Gehen Seiten, ihr Klimper. Go!
Gott! Oh, komm. Ach, hör auf. Oh, oh. Ich bin jetzt ein Baby, oder was? Was läuft denn hier? Was ist hier los? Schwimmen wir jetzt aus dem Fenster raus? Aber ja, Traumata-Bewältigung, ne? Kann sich auch in solch krassen... Wieder ein Albtraum. Sie hat wieder meine Träume betreten. Vielleicht will sie nur mit mir reden? Ja, was denke ich nur? Märchen, die wahr werden? Und trotzdem spüre ich... Nein. So denkt nur eine Verrückte. Und das bin ich nicht. Ja... Das ist ziemlich viel Blut. Verdammt, wo kommt das ganze Blut her? Es ist eigentlich noch nicht so weit und das ist viel mehr als sonst. Ich wollte gerade sagen, das wäre übertrieben. Was passiert mit mir? Folge ich Martha früher in den Tod als gedacht? Ich muss abwaschen und noch einige andere Dinge erledigen. Wenn ich krank werde, habe ich keine Zeit mehr dafür. Die Wahrheit wartet auf mich. Sie muss in diesen Filmrollen versteckt sein. Ja, warum steht nicht hier, warum ist das verkehrt rum? Neues Kapitel. Die Wälder. 3 Tage nach Marthas Tod. 10.30 Uhr. So, ich bin schmutzig und blutverschmiert. Ich sollte mich waschen und mich fertig machen. Dann kann ich diese Filmrollen entwickeln gehen. Anforderung. Wechsel die Kleidung, nimm dir die Tasche mit der Kamera und den Filmrollen, zieh dich an. Zusätzliche Informationen, das Badezimmer ist neben meinem Schlafzimmer. Alles klar. Okay, ist das Bad. So, Brett zu, los. Nee. Ein Bidet. Das ist schon besser. Aber ich kann mir das ganze Blut immer noch nicht erklären. Das ist mir noch nie passiert. Ich kann dem Arzt sowas doch nicht erzählen. Sonst muss ich im Bett bleiben und mich ausruhen. Können wir jetzt erstmal irgendwie das Laken entfernen? Nee, kann nicht. So, dann ziehen wir uns was an. Na, dann nehmen wir mal heute das, was auf dem Bild eigentlich drauf ist. Hier punktet der Bluse. So, okay, das haben wir. So, was? Das lassen wir jetzt so, oder? Wie machen wir das? So. Es ist der 19. Juli. Tasche nehmen. So, und jetzt... Okay. Haben wir jetzt alle. Das wäre ziemlich unhöflich, aber ich könnte das Telefon abnehmen und ihr Gespräch belauschen. Muss ich noch warten? Jetzt haben sie abgenommen. Wie geht es dir heute, Irene? Ich mache mir Sorgen, Vater.
direkt neben dem Haus entdeckt. Dieser Lapu, er steckt bestimmt hinter... Nein, Irene, sag das bitte nicht, das ist unmöglich. Ich kenne den Jungen und ich denke nicht, dass... Vater, in diesen dunklen Zeiten ist alles möglich, alles. Der Junge ist nicht einmal gekommen, um sich von Julia zu verabschieden. Haben Sie sich nicht innig geliebt? Er muss furchtbare Angst haben. Und Julia hat immer gesagt, dass... Natürlich. Sie hat immer gesagt, dass sie nur Freunde sind. Aber das weißt du, oder? Freunde sollten solche Dinge nicht tun, Vater. Oder doch? Egal. Du verteidigst sie beide. Du, mein Mann und sogar die Nanny, die eigentlich ein herzensguter Mensch ist. Die Nanny? Ich glaube, dass die Nanny diejenige ist, die Julia verletzt hat. Mit ihrer Leidenschaft für diese bösen Karten. Verfluchte Dinger. Ich hoffe, du hast sie verschwinden lassen. Natürlich. Ich bewahre sie sicher in meinem Zimmer auf. Wie auch immer. Verzeih mir, Vater, ich muss gehen. Sie sind gekommen, um mich abzuholen. Hab einen schönen Tag. Du auch, Irene. Lapu hat etwas mit Marthas Tod zu tun? Nein. Mama verliert schon wieder den Verstand. Wie kann man sich so einen Unsinn überhaupt vorstellen? Und Don Attilio? Er ist ein toller Freund, aber was für seltsame Ansichten er hat. Diese Karten sind nur ein Spiel. Aber das Wichtigste ist, dass es meine sind. Warum in aller Welt haben sie mir weggenommen? In der Stadt gegen die Vergewaltigungen durch die einmarschierenden Truppen protestieren. Neue Verordnung für die Sicherheit der Bürger. Von diesem Moment an ist es jedem untersagt, sein Haus zu verlassen und durch die Straßen der Stadt San Casciano zu spazieren. Mhm. Alle Fenster, auch in Kellern, Hauseingängen und Durchgängen, müssen Tag und Nacht geschlossen bleiben. Der Bevölkerung wird geraten, in ihren Kellern oder, wenn diese nicht vorhanden sind, in Kirchen und anderen großen Gebäuden zu verweilen. Die Patrouillen der deutschen Armee haben den Befehl, auf Menschen zu schießen, die sich auf der Straße befinden oder die beim Blicken aus dem Fenster erwischt werden. Der Verständlichkeit halber wird diese Mitteilung wiederholt. Neue Verordnung für die Sicherheit der Bürger. Von diesem Moment an ist es jedem untersagt, sein Haus zu verlassen und durch die Straßen der Stadt San Casciano zu spazieren. Alle Fenster, auch in Kellern, Hauseingängen und Durchgängen, müssen Tag und Nacht...